Scheren, des Wassers und der Berge. Ein Land, in dem unzählige Inseln über gigantische Brücken verbunden sind und mit Tunneln, die sich kilometerweit unter dem Meer hindurchschlängeln. Ich habe das letzte Wochenende im September genutzt, um mal den Süden dieses Landes zu erkunden. Für mehr war leider keine Zeit. Selbst für dieses vergleichsweise kleine Stück habe ich innerhalb von 2 Tagen schon mehr als 2000 Kilometer zurückgelegt. Denn irgendwie muss man ja auch hinkommen von hier aus. Aber es lohnt sich definitiv. Ich meine schon, die Anfahrt ist spektakulär. Ich bin selten in so einer grandiosen Kulisse gelandet wie hier in Norwegen. Und weiter geht's mit dem Bus. Das Irre an der norwegischen Landschaft ist ja, dass die Fjorde so tief ins Landesinnere reinstechen, dass es diese riesige Zone dazwischen gibt. Nicht so richtig Meer, aber auch nicht so richtig Land. Und der Bus, der die Küstenlinie befährt, muss ständig über Brücken und durch Tunnel und teilweise sogar mit Schiffen übers Wasser. So viel Wasser darf natürlich auch nicht der obligatorische Morgennebel beim See fehlen. Ich liebe es, wenn die ganzen Naturspektakel mitten im Weg rumstehen. Da muss man nicht an irgendwelche entlegenen Winkel fahren, sondern kann einfach in irgendeinen Bus einsteigen oder in irgendein Schiff und sieht Wasserfälle über Wasserfälle. So, das ist Bergen. Von hier aus fahre ich mit dem Schiff weiter und in 4 Stunden muss ich einchecken. Ich habe also einen ziemlich engen Zeitplan. Was man gesehen haben sollte, ist vermutlich die Altstadt. Hier ist das Terminal, hier muss ich gleich hin. Und hier fahren nicht nur die Hurtigrutenschiffe ab, sondern auch die Fjordline Richtung Dänemark. Da ist die Brücke und dort hinten kommt das Schiff. Wenn man ganz oben auf dem Sonnendeck steht, ist es einfach gigantisch. Dieses Schiff ist ein Hochhaus, erinnert mich so ein bisschen an eine der Brücken in Bergen, auf der ich natürlich auch war. Überhaupt, was ihr hier nicht seht, ist, dass ich die ganzen 4 Stunden immer hin und her gerannt bin und ich kann euch sagen, Bergen hat seinen Namen echt verdient. Und deshalb gibt es in Norwegen auch so viele Brücken, denn selbst wenn du kein Wasser überspannen musst, ist da immer noch ein Tal. So sehen übrigens Ruhesessel aus. In sowas schlafen Leute wie ich, die sich keine eigene Kabine leisten können. Und los geht's. Jetzt werde ich einen halben Tag und eine ganze Nacht unterwegs sein, bis ich in Dänemark ankomme. Aber vorher können wir noch mal ein bisschen Brücken gucken. Und diese gigantischen Felsen. Diese Brocken sehen so klein aus, wenn man so weit weg ist, aber wenn man die Häuser und die Bäume da drauf anschaut, dann sieht man erstmal, wie riesengroß diese Teile sind. Obwohl wir nach Süden fahren, ist die Straße rechts von uns. Das bedeutet, dass die Küstenstraße sogar weiter am Meer liegt als die Schifffahrtslinie.
Zwischendurch kommt auch immer mal wieder eine kleine Abzweigung und das Meer lässt sich blicken. Aber wir bleiben nach wie vor erstmal im Landesinneren. Und dann haben wir es doch geschafft. Hier ist der Blick aufs offene Meer. Hier wieder, die Häuser sehen so klein aus, aber die Häuser sind in der Originalgröße. Das, was so riesig ist, sind die Felsen und die Wellen. Der nächste Morgen. Jetzt kann man so langsam vor uns schon Dänemark erkennen. Hinter uns bloß noch das offene Meer. Tschüss Norwegen. Jetzt geht's durch Dänemark mit der Bahn nach Hause. Was den Rest meiner Reise angeht, werde ich mich kurz fassen, denn ich kann dänische Züge nicht besonders gut leiden und dass an diesem Tag in zwei Zügen kein einziges Klo funktioniert hat, hat es nicht besser gemacht. Der Vollständigkeit halber muss ich aber erwähnen, dass auch Dänemark und Deutschland wunderbare Brücken haben und nein, das ist keine total verdreckte Scheibe, das soll so. Weichzeichner. Ihr wisst schon, um dieser Störung mit dem zauberhaften Licht noch eine ganz besondere Note zu verleihen. So ein schönes. Als ich diese Aufnahmen gemacht habe, saß um mich herum übrigens eine sehr lebhafte Frauengruppe. Alle lustig am Plaudern, bis eine meine Kamera bemerkt hat und schlagartig verstummte. Und auf einmal schaut mir der halbe Wagen angespannt dabei zu, wie ich verzweifelt versuche, ein fleckenfreies Areal auf diesem Zugfenster zu finden. Sie können ruhig weiterreden, der Ton wird hinterher rausgeschnitten. Warum nehmen Leute eigentlich immer mehr Rücksicht, je unprofessioneller man aussieht? Manchmal glaube ich, das ist purer Spott. Egal. Hamburg, Binnenalster, ICE nach Hause. Endlich wieder ein Zug, in dem ich mich wohlfühle. Einfahrt in den Berliner Hauptbahnhof, der an diesem Ende immer so ein bisschen so aussieht wie ein Geisterbahnhof. Ja, da haben wir in Berlin eine gute Tradition. Hier bin ich zu Hause. Das Video ist aber noch nicht zu Ende. Ich will nämlich unbedingt nochmal nach Norwegen. Ganz Norwegen, nicht nur in den Süden und nicht nur übers Wochenende. Ein paar andere Länder sollen auch dabei sein. Ich bin jetzt ein paar Jahre in Europa herumgereist und will in einem Monsterprojekt meine coolsten Stationen wiederholen und filmisch festhalten. Ich will meine Stative und andere Hilfsmittel mitnehmen und ohne Fensterscheiben und wackelnde Busse gute Aufnahmen machen, die den Orten gerecht werden. So wie ich mir das vorstelle, schaffe ich das aber nicht allein. Reisen zu zweit ist viel preiswerter, gerade in Norwegen. Und bestimmte Videoideen lassen sich allein auch gar nicht umsetzen. Deshalb habe ich in meinen bisherigen Aufnahmen gewühlt und gebe jetzt nochmal alles, um euch das Projekt schmackhaft zu machen. Um loszulegen, brauche ich mindestens eine weitere Person, die mitkommt. Mehr sind natürlich besser. Ihr müsst keine professionellen Filmemacher sein. Einweisen kann ich euch auch vor Ort und den größten Teil der Arbeit mache ich ja sowieso selber. Wichtiger als langjährige Erfahrung ist mir, dass ihr mit Begeisterung dabei seid und wirklich Lust habt, alles für die perfekte Aufnahme zu geben. Es bringt absolut nichts, wenn nur jemand mitkommt, um mir einen Gefallen zu tun. Ihr müsst es wirklich selber wollen. Nur wenn ihr die Magie spürt, könnt ihr sie auch einem Zuschauer vermitteln, der nicht selber dabei ist. Als Gegenleistung für eure Mühen seid ihr halt haut da dabei. Da ich selber kein Geld habe, kann ich euch leider nicht bezahlen. Ich kann nur sagen, ich würde das Gleiche für euch tun. Ich helfe ständig privat bei Film- und Videoprojekten aus, sei es als Musiker, Schauspieler, Cutter oder Tonangler. Und jeder kann mich einfach anschreiben. Solange ich die Kapazitäten habe, steht meine Hilfe jedem offen. Falls das dir persönlich nichts bringt, weil du gerade kein Filmprojekt planst, sind hier ein paar Gründe, warum du trotzdem was davon hast mitzufahren. Ich biete eine epische Rundreise von ungefähr einer Woche, übernehme die komplette Organisation und finde für dich und mich einen Preis, den wir so bei keinem Reiseveranstalter der Welt bekommen würden. Den musst du dann zwar selber bezahlen, aber wir bewegen uns hier wirklich bei einem finanziellen Minimum. Ich arbeite in einem Bahnreisebüro und habe sowohl durch den Job als auch durch ständige private Recherche einen umfassenden Überblick über aktuelle Aktionen und Sonderangebote. Die gesamte Reise wird von mir persönlich zusammengestellt und meistens direkt bei den Leistungsträgern gebucht. Damit sparen wir uns viele Provisionen und Gewinnmargen für Drittanbieter und auch ich verdiene nichts daran, euch die Reise zu verkaufen. Ich freue mich einfach über jede Hilfe beim Dreh. Wir werden verschiedenste spektakuläre Landschaften sehen, mit den unterschiedlichsten Verkehrsmitteln unterwegs sein und auch ein paar ganz besondere Sachen erleben. In diesem Zusammenhang wäre es vielleicht gut, wenn du keine übermäßige Höhenangst hast. Außerdem brauchst du für den Dreh Geduld, eine gewisse Offenheit für neue Erfahrungen, solltest keine Probleme damit haben, auch mal im Bild zu sein und bist im besten Fall volljährig. Wobei letzteres vor allem bürokratische Gründe hat.
Wenn man mit einem fremden Kind ins Ausland abhauen will, gibt es einiges zu klären und bis das durch ist, seid ihr wahrscheinlich schon 18. Tja dann, ich weiß, die Anzahl meiner Zuschauer ist begrenzt und es kann eine ganze Weile dauern, bis ich jemanden gefunden habe, der mir bei diesem Monsterprojekt helfen will. Aber umso wichtiger ist es, jetzt schon mit der Suche anzufangen. Euch wünsche ich wie immer einen tollen Tag oder eine geruhsame Nacht, je nachdem, wann ihr das seht. Bis denn dann. Tschüss.